Vic wurde aus Madeira rausgeekelt. Schon vor einem Monat hat er ja ein Video hochgeladen, wo er darüber gesprochen hat, dass er systematisch von den anderen Influencern ausgeschlossen wird. Unter anderem gab es ja einige YouTuber, die andere Personen angeschrieben haben und ihnen gesagt haben, dass sie lieber nichts mit Vic machen sollen. Zudem wurde er von einem Tinder-Date auch darauf angesprochen, dass er einen sehr kleinen dass er auf Madeira ja nicht den besten Ruf hat. Vic hatte bereits da die Entscheidung getroffen, wieder nach Deutschland zu ziehen und genau das ist jetzt passiert. Vic hat in einem neuen Video erklärt, dass er nun offiziell nach Deutschland zurückziehen wird. Er hat auch bereits einen Mietvertrag unterschrieben für eine Wohnung in Köln ab dem 1.2. Allerdings wird er wahrscheinlich erst ab Ende Februar, Anfang März dort wohnen, da er in Madeira noch einige Sachen zu klären hat. Unter anderem möchte er wohl einen Anschlag auf irgendeinen YouTuber planen, der so einen Bauernhof hat, keine Ahnung. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bis dann.